Hallo. Heute hatte ich nach dem Aufstehen gleich einen richtig miesen Tag. Denn ich hatte keinen Strom mehr. Das ganze Refined Storage Zeug hat mehr Strom gefressen, als ich mit diesem Windrad da draußen wirklich produzieren konnte. Ich habe dann den Stirling Generator mit angeworfen, aber mir dann gedacht, boah, Kohle ist eigentlich sowas von vorletztes Jahrhundert und vorletztes Jahrtausend, Entschuldigung. Und außerdem muss ich danach graben. Ist nicht so cool, ne? Deswegen habe ich einen Ender Generator gebaut von Extra Utils. Dieses Ding macht ein wenig mehr Strom und wir können es obendrein noch upgraden. Wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht noch irgendwo Speed-Upgrades rumliegen haben. Wir können uns natürlich die hier einfach mal borgen, solange, denn diese Dinger sind gerade eh nicht in Betrieb. Das sollte unseren Energieoutput zusätzlich erhöhen. Wunderbar. Nun, jetzt haben wir vorerst wieder genug Strom. Wir müssen natürlich sehen, dass ich immer genug Enderperlen da habe, aber dieser Magier hat da eine ganz schicke Farm im im End aufgebaut, die das absolut trivial macht. Wir müssen nur immer genug hier lagern. Das ist also kein Problem. So. Jetzt, wo wir dieses Problem gelöst haben, möchte ich mehr Autocraften. Das haben wir das letzte Mal angefangen und das war cool. Bisher haben wir nur dieses Gerät und ein paar normale Crafting-Rezepte automatisiert, aber ich will eine ganze Batterie von diesen Dingern. Ich will einen eigenen Raum, wo ich Autocrafting und Autoprocessing mache. So ist es nämlich. Dafür brauchen wir erstmal eine Menge Kabel und den Raum dazu überhaupt. Ich denke, den machen wir in die Richtung, aus dem Boden dieses Raumschiff-Wracks heraus. Und dann einfach hierher. Machen wir da mal ein wenig mehr Raum. Ich mag diese Spitzhacke. Ja, ich denke, wenn ich das noch ein wenig weitermache, haben wir auf jeden Fall eine anständige Fläche, auf der wir unseren Kram dann, unser neues Gebäude errichten können. Und dann muss ich mir nur noch überlegen, wie das aussehen soll. Unsere Hightech-Zentrale sozusagen. Da möchte ich Autocrafting reinmachen und vielleicht auch Open Computers Computer. Ja, das klingt doch nach einem Plan, oder? Ja, tut es. Ist auch einer. Na, wem fällt's auf? Ja, genau da. Wir haben jetzt eine richtig schöne Hightech-Halle hier stehen. Mir gefällt das Ding. Oh yeah, es ist sogar richtig schön hell. Okay, jetzt fehlen nur noch die Maschinen hier drin. Das wird dann das nächste. Und wir brauchen Verkabelung. Wir brauchen hier Strom. Und außerdem brauchen wir Zugang zu unserem System, zu unserem Lagersystem. Das heißt, wir müssen ein paar Kabel nach da unten legen. Mal sehen. Das sind zu wenig. Wollen wir mal sehen, dass wir da noch mehr davon herkriegen. Das sollte auch eine der ersten Sachen sein, die wir automatisieren. Wir brauchen Quartz Enriched Iron. Okay, da ist es dann auch schon vorbei. Ich brauche Iron. Ich habe alles verbraucht für diese Blöcke, die jetzt unsere Halle bilden. Ich bin mal gleich wieder da. Das sieht alles schon mal ganz vielversprechend aus. Hier ziehe ich das Kabel entlang. Nach unten und dann von unten in die Halle. Und dort können wir nun direkt darauf zugreifen, indem wir einfach die erste Refined Storage Maschine der Halle dorthin setzen. Genau hier. Und alle anderen setzen wir einfach direkt daran, an diese andere Maschine. Dadurch können wir es uns sparen, die ganze Kette
mit eigenen Kabeln zu versorgen, denn Refined Storage Maschinen haben den Vorteil, sie versorgen alle nebenanstehenden Maschinen mit, auch in Kette. Das ist verdammt praktisch. Nur denn, dann hauen wir mal ein paar Crafter her. Ich habe kurzerhand das Crafting-Rezept für Patterns hier rausgenommen und durch das Crafting-Rezept des Crafters ersetzt. Craftception. Gucken wir mal, ob das auch funktioniert oder ob wieder alle möglichen Teile fehlen. Es fehlt natürlich etwas. Und zwar Machine Casing, weil ich das noch nicht eingespeichert habe. Ja, das ist auch so eine Komponente, die definitiv noch dran kommt. Okay, okay, okay. Eins nach dem anderen. Auch etwas, das wir einspeichern müssen. Ja, eindeutig. Oh, es geht. Kann nur eine Weile dauern, wenn der Sachen hier drin herstellen muss. Wobei, mit den Speed-Upgrades, das geht eigentlich ziemlich schnell mittlerweile. Nice. In 0, nichts werden wir unseren Crafter beisammen haben. Na? Wunderschön, eine Komponente nach der anderen. Und da haben wir das gute Stück. Sehr gut, sehr gut. Ich habe ihn einfach nur deshalb auf die Seite gelegt, weil ich das Design so mag. Aber der muss natürlich auf nichts zeigen. Wir können ihn alternativ nach oben ausrichten. Perfekt, das gefällt mir. Sehr schön. Davon können dann gleich noch ein paar mehr her. Dort oben bleiben ab jetzt nur noch diese Patterns drin, die tatsächlich auch diesen Solderer hier bedingen. Der Kollege kommt raus. Ja, der auch. Nein, nein. Bei denen weiß ich es gerade nicht. Das muss ich dann nochmal genauer durchschauen. Du bist auch ein Crafting-Rezept. Die kommen nun schon mal alle hier rein. Jetzt machen wir gleich noch eins für Quartz-Enriched Iron und zum Beispiel für Kabel. Jetzt können wir das Ganze hier in einem noch größeren Maßstab betreiben. So, mal sehen. Wo haben wir das Kabel? Hier oben. Wir müssen hierher. Damit haben wir auch das eingespeichert. Patterns. Deshalb funktioniert das nicht. Ne, Moment. Das hier ist für die Kabel. Habe ich echt noch kein Rezept für die Patterns gehabt? Ich habe doch vorher erst eins gesehen. Was ist denn los? Ich habe es doch extra hier rausgenommen. Nun ja. Dann machen wir das eben neu. Das sollte eines von denen hier sein. Pattern, jawohl. Jetzt haben wir natürlich hier kein Pattern drin. Das ergibt Sinn. Ja. Glas. Geht das auch mit Quite Clear Glass? Ja, wunderbar. Für das Rezept selbst, das wir einspeichern wollen, wollen wir aber Clear Glass benutzen. Und da muss ich dann eben welches herstellen. Wir haben das letzte Mal so viel Sand geholt. Den machen wir uns jetzt einfach hier drin. Zu Glas. Und das können wir dann zum Crafting verwenden. Einwandfrei. Das läuft doch soweit. Okay. Nun haben wir hier auch
Cables, Patterns und Quartz Enriched Iron eingespeichert. Das macht die ganze Sache hier nochmals viel einfacher. Nun wollen wir aber ja natürlich nicht nur diese Crafter automatisieren. Später werden wir auch Maschinen hier unten platzieren, die wir dann automatisieren. Zum Beispiel solche Dinge wie den Alloy Smelter, damit wir Legierungen automatisch herstellen können. Vorher werden wir aber noch eine Energieleitung nach da drüben ziehen müssen. Mal sehen. Bisher. Wir hatten da ja schon mal so eine Energieleitung nach unten gelegt. Aber die können wir eigentlich nicht mehr benutzen, denn das waren die ganz einfachen Kabel. Die sind nicht besonders gut. Die geben einfach nicht viel her. Ja. Die nehmen wir mal alle auseinander. Denn in Ender.io gibt es auch Enhanced Energy Conduits. Und hinter denen sind wir her, wenn wir hier wirklich Strom drüber schaffen wollen. Wollen wir doch mal sehen. Wir brauchen dafür Advanced... Nein, nicht Advanced Alloy. Energetic Alloy. Energy Conduits. Diese hier wollen wir. Wir können auch die herstellen. Für die brauchen wir dann nur noch Enderperlen. Das ist eigentlich... Ja, wir machen gleich die richtigen. Die besten. Sehr gut, ja. Dafür brauchen wir Vibrant Alloy. Und dafür wieder Energetic Alloy. Das ist alles kein Problem. Wie viel haben wir davon eigentlich schon? Zu wenig. Irgendwo hier habe ich schon ein Enhanced Energy Conduit. Keine Ahnung woher. Na, was soll's. Redstone brauchen wir auch. Und zum Schluss Glowstone. Perfekt. Alloys only. Dann fangen wir mal mit 15 Stück an. Aus dem Energetic Alloy machen wir nun mit Hilfe von Enderperlen direkt Vibrant Alloy. Zur Energieversorgung der Maschinen möchte ich natürlich wieder die kabellose Variante von RF Tools verwenden. Denn warum zu viel Kabel verlegen, wenn man sich's doch auch sparen kann? Nur die Batterien selbst, die werden wir trotzdem mit Strom versorgen müssen. Alles kein Problem, kann man tun. Kümmern wir uns drum. Die Kabel sind noch nicht fertig, aber der Vibrant Alloy und auch die anderen Bauteile. Nein, hier. Jawohl. Jetzt müssen wir das nur noch rüber verlegen und zwar entweder direkt aus der Capacitor Bank oder ja, es sind zu wenige, um es damit allein zu erledigen, aber ich habe noch zusätzlichen Vibrant Alloy hier drin. Aha, deswegen. Dann brauchen wir tatsächlich mehr Conduit Binder. Den bekommen wir, indem wir Binder Composite in einen Ofen packen. Den haben wir hier auch noch. Das Ding nimmt immer nichts aus meinem Inventar. Ja, so ist das doch schon sehr viel besser. Mit einem Stack kann ich arbeiten. Nun denn, wie verlegen wir diese Kabel nun genau? Ich würde sagen, auf die folgende Art. Das sieht jetzt erstmal grausam aus, aber wir verwenden dann Fassaden, um das wieder unsichtbar zu machen. Aber zunächst machen wir das eben, um
es funktional zu bekommen. So. Und hier hinten gehen wir durch die Wand durch. Genau so. Und dann hier unter dem Boden entlang und zu den jeweiligen RF-Batteries. Das erledige ich kurz. So, die Verkabelung ist fertig, die Geräte haben Strom. Die Batterien erstmal, die Geräte dann später, wenn wir sie hier in der Nähe platzieren. Nun zu den Fassaden. Die Geräte hatten noch nicht Strom. Das muss ein Anzeigebug gewesen sein. Sehr seltsam. Nun brauchen wir Fassaden und ich möchte nicht einfach nur irgendwelche Fassaden verwenden, sondern gehärtete. Denn sollte doch irgendwas passieren, will ich nicht, dass die Fassaden nachgeben, als wären sie aus Butter. Damit ist keinem geholfen. Also machen wir uns hier drin Obsidian Powder, den wir verwenden können, um Fassaden zu härten. Für die Fassade selbst brauchen wir abermals unseren Conduit Binder. Ja, das wird nicht reichen, aber es ist ein Anfang. Und dann müssen wir für die Hardened Conduit Fassade nur jeweils 4 Obsidian Powder außen rum packen. Okay. Ja, wir brauchen noch viel mehr Binder Composite. Das bekommen wir hiermit. Wir bekommen zwei Conduit Binder aus einem Binder Composite. Deswegen ist dieses Zeug relativ ergiebig. Ich melde mich gleich zurück mit Hardened Facades und die müssen wir dann nur noch entsprechend anpinseln. Gut, die Zahl dieser Fassaden sollte allemal genügen, um zumindest die für hier oben zu produzieren, damit wir hier unseren Boden wieder flicken können. Wir brauchen 12 Turians. Dafür klauen wir uns natürlich einen Octadic Capacitor, damit geht das schneller. Und dann müssen die Fassaden hier rein. Und ein Turian zur Farbgebung. Und in 0, nichts haben wir Fassaden, mit denen wir unseren Boden hier perfekt verkleiden können. Und sie sind nicht einmal butterweich. Natürlich sind sie das für meine Spitzhacke. Meine Spitzhacke ist der Hammer. Aber sie sind hart genug, um Creepern zumindest ein wenig Widerstand zu leisten. Während die anderen da einfach komplett in die Luft fliegen. Die normalen Fassaden. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch so eine dunkle. Auch das kriegen wir hin. Und zwar genau so. Perfekt. Jetzt sieht man das schon mal hier nicht mehr. Fehlt nur noch dieser Part hier. Auch kein Problem. Ich melde mich gleich zurück. Perfekt. Nichts sieht man mehr von der Verkabelung, außer man wählt das richtige Werkzeug aus. Dann werden Fassaden sichtbar und Kabel auch. Hier brauchen wir keine Fassaden mehr. Das ersetzen wir jetzt durch richtige Blöcke. Denn wo wir keine Fassaden brauchen, da packen wir natürlich auch keine hin. Sehr gut. Schon viel besser. Und nun sollten diese Geräte hier Strom haben und wir können Maschinen in diesem Raum platzieren. Mich stört nun noch das Beleuchtungskonzept hier drin.
Ich habe notdürftig Laternen aufgehängt. Die brauchen keinen Strom, aber sie geben nicht viel Licht, deswegen braucht man so viele davon. Das geht gar nicht. Aber Ende.io hilft uns an der Stelle und gibt uns Lampen, die wir zum Beispiel in den Boden einbauen können, die klein sind. Und wenn man die Version nimmt, die man mit Strom versorgen kann, dann machen die richtig viel Licht. Wollen wir doch mal sehen, ob wir die nicht finden. Ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Powered Light. Dieses Ding müssen wir noch invertieren. Denn wir wollen, dass das Ding mit einem Redstone-Signal ausgeht, nicht an, damit wir es einfach unversorgt lassen können mit Redstone und es leuchtet die ganze Zeit. Wir wollen das ja nicht ausknipsen. Wenn wir es mit einer Redstone-Torch zusammencraften, dann wird es invertiert. Dann wollen wir dieses Ding mal ausprobieren. Ein paar mehr Conduits sind alles, was wir dafür brauchen. Eigentlich nicht einmal die. No power. Okay, das funktioniert nicht. Verwenden wir das beispielsweise mal hier. Da können wir wieder eine Fassade drunter setzen. Und dann wollen wir mal sehen, wie weit dieses Licht reicht. Oh, sehr weit. Nur dort hinten, die Ecke bleibt unbeleuchtet. Das ist ziemlich gut. Das heißt, auch wenn wir es etwas mittiger platzieren, was leider nicht ganz funktioniert, dann wird es tatsächlich den ganzen Raum alleine ausleuchten. Das ist perfekt. Ich suche mal die perfekte Stelle dafür oder die in unserem Fall optimale. Es wird mich wahnsinnig machen, dass dieses Ding nicht mittig sitzt. Aber der ganze Raum ist perfekt hell mit einem Lämpchen dieser Größe. Unglaublich. Es lebe die Symmetrie. Vollkommen unnötig, aber schöner anzusehen. Und mit ein klein wenig Trickserei sieht das Ganze sogar noch ein wenig besser und detaillierter aus. Ja, das gefällt mir. Damit künftig die Kapazitäten nicht so schnell ausgehen, haben wir jetzt gleich ganze 3 Stück von diesen Craftern. Wie ich mir das so anschaue, glaube ich, will ich die lieber erstmal übereinander haben, denn wir wollen ja mit Platz auch nicht verschwenderisch umgehen. Ja, viel besser. Diese Halle hier ist wieder relativ klein, das heißt, nach oben stapeln ist die Devise. Ganz klar. So. Nun, wo wir ein anständiges Autocrafting implementiert haben, können wir uns überlegen, wollen wir gleich zu den Computern von Open Computers gehen? Oder wollen wir erst noch die Produktion automatisieren? Also eine Möglichkeit bieten, zum Beispiel Öfen zu bedienen über unser Storage-System. Ich glaube, das mit den, zumindest den Alloy-Smelter will ich hier automatisiert haben. Ja, denn den werden wir selbst für Open Computers brauchen. So ein Alloy-Smelter ist auch nicht teuer. Wollen wir doch mal sehen. Bei der Gelegenheit habe ich gleich eine Reihe von essentiellen Ende.io-Zutaten automatisiert, zum Beispiel die Capacitors. Was fehlt mir wohl für den Octadeck? Mir fehlt Glowstone, mir fehlt Coal Dust. Na, wenn das alles ist. Oh, da haben wir den falschen eingespeichert. Na, das nervt ja. Dann müssen wir dieses Rezept umstellen. Mal sehen, welcher war das wohl?
Goldust, hier. Das sind eben so diese kleinen nervigen Sachen, die bei Autocrafting manchmal einfach auftreten. Das ist nicht wirklich zu vermeiden. Ja, das ist Industrial Craft Coldust. Den wollen wir hier drin nicht haben. Das ist besser. Jetzt brauchen wir nur noch die andere fehlende Komponente. Moment, das war Glowstone. Und dann versuchen wir das noch einmal. Es craftet munter vor sich hin. Und da ist das gute Stück auch. Reicht es für noch einen? Ah, nein, das wäre ein wenig aufwendiger. Nicht so schlimm. Dann muss der Conduit Painter da oben ein wenig Geduld haben. Du solltest Strom bekommen. Genau, denn wir haben hier dieses Ding setzen. Das ist schon mal super. Du bist noch nicht in Verwendung und wirst jetzt mal zweckentfremdet bzw. anderswo eingesetzt. Das ist nicht, wie das gedacht war. Okay. Irgendwann ist er richtig umgedreht. Ja. So, dass er auf dieses Ding zeigt. Mal sehen, ob wir ihn damit komplett automatisiert kriegen oder ob wir dem Teil am Ende noch einen Importer verpassen müssen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Nun packen wir uns mal ein Rezept für zum Beispiel Energetic Alloy hier rein. Wir brauchen ein Pattern dafür. Jawohl. Das sieht schon mal gut aus. Dann wollen wir sehen, ob das funktioniert. Wir mussten es deshalb in diesem anderen Gerät einspeichern, das Rezept, weil es eben ein Maschinenrezept ist und kein Crafting-Rezept. Dann wollen wir mal sehen, ob das tatsächlich auch wieder hier ankommt oder ob es in der Maschine unten bleibt. Das ist jetzt der Punkt, der noch auftreten könnte. Ja, ich denke, es müsste jetzt schon fertig sein. Ja, es bleibt. Mist. Also auch die Einstellung Input und Output auf der Oberseite hilft in diesem Fall nicht wirklich weiter. Das ist ärgerlich, aber dann können wir da nichts machen, dann muss da ein Importer her. Für den brauchen wir einen Destruction Core und einen Improved Prozessor. Das ist zum Glück alles eingespeichert mittlerweile. Ich war etwas zu schnell. Ja, der Kollege war noch nicht fertig. Nun aber, sehr gut. Kabel nehmen wir uns auch mit. So, und wie stellen wir das jetzt am besten an? Ja, genau so. Und den Output stellen wir nun nicht mehr oben, sondern unten ein.
Du ziehst nur noch von oben, gibst aber nach unten ab. Perfekt. Nun sollte die ganze Sache genauso funktionieren, wie wir wollen. Okay, der Prozess läuft. Das Gerät unten brät die Legierung zusammen. Und da ist das Ding. Perfekt. Genauso muss das sein. Schade, dass wir den Importer dafür benötigt haben, aber wenigstens sieht es nicht nach einem Kabelwirrwarr aus und ist noch relativ ordentlich. Das ist doch auch schon mal was wert. Das Tolle an dem All-Smelting-Modus und Autocrafting ist, wir sollten hier auch Ofenrezepte ohne weiteres drin ausführen können. Das ist verdammt praktisch. Wunderbar. Das muss dann aber auch genügen für heute. Für Open Computers ist keine Zeit mehr, das kommt dann beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Mit Autocrafting ist das so viel angenehmer zu erledigen. Bis dahin macht's gut und haut rein.